heiße Michael Kraft, ich bin Geschäftsführer der Kraft Curing Systems GmbH in Lindern, Deutschland. Ich komme aus Dallas, Texas in den USA, bin da auch aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe dieses Unternehmen von Dallas nach Deutschland umgesiedelt in 1994, damit wir den internationalen Markt besser bedienen können. Wir haben 680 Anlagen weltweit in 56 Ländern um die Erde. Wir haben insgesamt momentan 20 Mitarbeiter. Davon sind 18 hier im Standort Lindern in Südoldenburg und 2 davon in Philadelphia in Bundesstaat Pennsylvania in den USA. Wir produzieren Anlagen für die Erhärtung von Betonfertigteile und Betonwaren. Unsere Anlagen tragen dazu bei, dass die Frühfestigkeit beschleunigt wird, das heißt, die Betonhersteller können schneller ihre Produkte entschalen. Und noch ein wesentlicher Vorteil ist, dass der Kunde bis zu 10% Zementersparnis durch unsere Anlage bekommt und damit auch Geld spart. Unsere Anlage erzeugt Wärme und mit dieser Wärme erwärmen wir Betonteile. Betonteile, die erwärmt werden, härten schneller als die, die in normale Umgebungsluft härten. Für gewöhnlich fahre ich raus auf eine Messe, so wie letzte Woche nach Indien, und treffe mich mit Herstellern von Betonteilen in Indien. Die haben Probleme, dass sie nicht schnell genug den Beton erhärten können oder andere Probleme, dass sie vielleicht zu viel Zement verwenden oder Farbunterschiede haben. Die kommen dann zu uns und sagen uns dann, was für Probleme die haben, und wir suchen dann die richtige Anlage als Lösung für das bestimmte Problem, das der Kunde hat. Ich komme zurück nach Deutschland, bespreche das mit meiner Technologieabteilung, meiner Konstruktionsabteilung und die Fertigung, und wir konzipieren dann eine Anlage für den Kunden, um seine Herausforderungen/Probleme zu lösen. Die Anlagen werden hier gebaut, die werden dann verschickt, in Betrieb genommen, und der Kunde hat dann eine komplette Lösung für seine Betonproduktion.